herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pocket Pioneers. Und ich habe mich hier gerade eingeloggt und habe den Anmeldebonus bekommen. Also ich habe das gerade mal angeklickt und da habe ich jetzt ein Tauschticket erhalten. Und zwar kann man wohl auch mit anderen Spielern handeln. Das wusste ich gar nicht. Ja, interessant. Dann schauen wir mal. Okay, Events, angeln Sie alle, Muskelarbeit beginnt in 7 Tagen und in Kürze kommt dann eine Art Frühlingsevent, so wie es, ach so, nee, das ist nur ein Platzhalterbild. Okay, interessant. Und was muss man hier machen? Stelle Angelrouten und Köder her und angle sie alle. Du musst Stufe 5 sein, um teilzunehmen. Aha. Trete gegen andere Pioniere an und gewinne tolle Preise. Oh, das klingt aber interessant. Also da kann man wohl auch mit oder gegen Freunde spielen. Interessant, interessant. Hallo Hühnchen. Oh, ich glaube, ich habe ein Ei. Oh, bring es jetzt zu Giovanni. Oh, okay. Ich habe schon wieder irgendwas abgeschlossen. Ich habe ein Ei gesammelt. was habe ich denn hier? Bin verwirrt. Hier ist ein rotes Ding. Vielleicht im Postfach? Nein. Okay, ich weiß nicht so richtig, was es von mir will. News vielleicht? Auch nicht. Keine News. Hm. Okay, dann machen wir das Ding hier einfach wieder zu. Oh, eine Freundschaftsanfrage. Oh, wie süß. Dankeschön. Ja, hinzufügen. Ich habe meinen ersten Freund gefunden. Ach, das war das... Ah! Das war das rote Symbol. Okay. Aha, hier haben wir neu... Oh Gott. Griff fern an dir. Geh zurück nach... Ja, das wollte ich eigentlich... Ach, ich habe daneben geklickt. Oh, Leute. Manchmal bin ich echt verplant. Oh, da läuft auch schon jemand... Einem heiligen Schein. Das ist voll niedlich. Ah, das ist Fernandia. Hi. Hallo, und du bist? Oh, Deluara, ja. Ich erinnere mich an dich. Du warst eine der letzten Personen, die ich letzte Nacht registriert habe. Hast du mich registriert? Ich bin Fernandia. Nein, ich bin Felix. Aber du kannst mich Felix nennen. Okay. Um den Pionieren zu helfen, habe ich eine App entwickelt, mit der du jederzeit Bestellungen für deine Einheimischen, für die Einheimischen erfüllen kannst. Oh. So kannst du wertvolles Gold und EP verdienen. Willst du lernen, wie man sie benutzt? Ja, klar. Sieh genau zu. Okay. Ich gucke. Es passiert aber nichts. Ach, da unten. So, hallo Deluara, ich habe eben bemerkt, dass mein Inventar fast leer ist. Kannst du mir dabei helfen? Klar, dein Inventar ist leer und ich schicke dir Eisenerz. Ah, diese Drohne. Okay. Jetzt kannst du jederzeit Geld und Erfahrung verdienen und gleichzeitig deine Freundschaft mit den Einheimischen erhöhen. Genial, ich weiß. Oh, cool. Das ist echt cool. Kretzweller Weizen, aber das habe ich nicht. Okay, ich wollte sowieso noch mehr Samen kaufen. Was haben wir jetzt hier? Da haben wir jetzt was abgeschlossen. Ah, offen für Geschäfte. Verschicke eine Fernandos Bestellung. Hier ist er jetzt Fernando. Also einmal heißt er Felix, dann heißt er Fernandia und dann heißt er Fernando. Das ist ein bisschen verwirrend. Also da müssen sie sich noch ein bisschen drüber einigen, wie die Charaktere nun eigentlich heißen sollen, glaube ich. Ich kann jetzt hier alleine rumlaufen, ohne dass ich hier... Oh, cool. Ach, das ist Giovanni. Okay, scheint auch wirklich Giovanni zu heißen, oder? Ich klicke ihn an, aber ist nichts passiert. Ach, Auftrag. Sorry. Oh, hallo Deluara, schön dich kennenzulernen. Ich bin Giovanni, ich bin der beste Koch in Kuh. Na gut, ich bin auch der einzige Koch. Okay, ich gebe dir mal das Ei, bitteschön. Kannst du was daraus machen? Oh, das erste Ei aus deiner Farm. Hört, hört, Bürger von Acorn City.
Ich fühle mich geehrt, das erste Ei, das auf der Farm von Deluara gelegt wurde, zu erhalten. Mit Konfetti. Möge es ein Symbol für den Weg von Deluara zu einem großen Pionier sein. Schon bald wirst du noch viel mehr wissen und kannst die Pionierprüfung absolvieren. Es gibt hier eine Prüfung? Alter, was haben die hier alles eingebaut? Du kennst Katrin, oder? Sie hat ihre Handtasche in meinem Restaurant vergessen. Sie sucht bestimmt schon panisch danach. Bring sie zu ihr zurück, okay? Und sag ihr, dass ich nicht hineingeschaut habe. Mhm. Das wollen wir dir jetzt einfach mal glauben. Aber er ist schon süß. Tut mir leid, Leute. Ich finde das Spiel einfach ultra niedlich und süß und cute. Und ich werde das auch immer wieder sagen. Ja, ich hoffe, ihr stört euch nicht daran. Okay, ich gebe es zu. Ich habe einen Blick in die Handtasche geworfen. Ich hab's doch gewusst. Ich habe sie versehentlich umgestoßen und den Inhalt überall verteilt. Aha, versehentlich. Alles klar, Giovanni, alles klar. Dann habe ich alles wieder hineingelegt. Ich hoffe, sie bemerkt nichts davon. Bring Katrin ihre Handtasche zurück. Da stimmt's jetzt wieder. Okay, jetzt laufen wir wieder automatisch. Aber das macht ja nichts. Ich hätte sie sonst wahrscheinlich eh gesucht. So. Achso, muss wieder auf Auftrag klicken. Worüber möchtest du sprechen? Deine verlorene Handtasche. Moment mal, ist das meine Handtasche? Ich habe schon überall danach gesucht. Ja, das ist deine. Giovanni hat sie in seinem Restaurant. Du meinst, ich habe sie bei Giovanni vergessen? Oje, ich bin wirklich vergesslich. Hier, nimm ein paar Dünger für deine Mühen. Okay, ich bringe ihr ihre Handtasche zurück und sie gibt mir Pups dafür. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal mit Säcken voll Dünger erkenntlich zeige. Das Leben ist schon seltsam, was? Ja, heute habe ich Lust auf Kohlsalat. Okay. Also, Deluara, kannst du diesen Kohlsamen auf deiner Farm anbauen und mir einen Kohlkopf vorbeibringen? Klar. Es ist jetzt zwar völlig random, aber gut, kann ich machen. Ich wollte eh noch bei dir einkaufen. Gut. Oh, ach, ich krieg noch mehr? Okay. Ich weiß, es dauert eine Weile, bis Kohl wächst. Aber ich brauche den Kohl schon bald. Nutze Dünger, um das Wachstum zu beschleunigen. Aha, hier tut man nicht gießen, hier tut man düngern. Dünger benutzen, um die Sachen schneller wachsen zu lassen. Verstehe. Okay, nein, ich mache jetzt nicht los, weil ich will noch mehr Sachen von dir kaufen. Aber sie hat auch noch einen anderen Auftrag. Okay, wir gehen erstmal in den Laden. Und zwar wollte ich noch Weizen kaufen. Wir nehmen mal 3 Stück. Geld habe ich eigentlich. 453, okay. Sollte kein Problem sein. So, ich habe Folgendes gekauft. Den Rest lassen wir jetzt mal. Aber jetzt gucken wir hier noch nach dem Auftrag. Also ich muss hier wahrscheinlich nochmal neu anklicken. Was kann ich für dich tun? Pfifferlinge in der Stadt. Deluara, vielleicht kannst du mir noch bei etwas anderem helfen. Ich habe Gerüchte gehört, dass Pfifferlinge hier in der Stadt wachsen. Okay. Hast du welche gesehen? Kannst du mir helfen zu sehen, ob die Gerüchte wahr sind? Kann ich machen. Ich halte die Augen offen. Danke, als Wissenschaftlerin glaube ich es erst, wenn ich es sehe. Okay. Okay, das machen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir zurück nach Hause. Ich möchte die Sachen noch anpflanzen. Das ist echt cool gemacht hier. Gefällt mir gut. Ich meine, das ist ein Handygame. Und das ist wirklich cool gemacht. So, jetzt tun wir hier mal den Kohl anpflanzen. Und, ach, das ist der Dünger gewesen. Jetzt verstehe ich. Okay, und tun den auch gleich mal düngen. Ach, dann ist der instant fertig. Okay, dann ernten wir den auch gleich. Okay. Dann tun wir jetzt noch, ich will noch ein Feld pflügen. Oh. Hier noch das Anpflanzen. Hier ebenfalls und da. Aber ich glaube, ich brauche noch mehr, weil ich muss ja mein Hühnchen wieder füttern können. Und ich soll ja Paul, hieß er, glaube ich, der Bär, auch noch Weizen schicken. Also hier mit diesem Auftrag.
Kann ich hier eigentlich. Ach, da kann ich auch durchschalten. Der will zum Beispiel auch Karotten und Weizen. Dann muss ich hier doch noch ein paar mehr Felder machen, glaube ich. Jetzt hier noch ein bisschen mal Feld pflügen. Nein, ich wollte das auch pflügen. Wo? Und dann, das ist ein bisschen doof hier. Ich habe ein bisschen wenig Platz. Ich hätte gerne mehr Platz. Ich mache das jetzt einfach hier so. Und dann kauf mal dreimal Karotten und noch dreimal Weizen. Und dann gehe ich jetzt noch mal kurz in die Stadt. Oder kann ich das auch direkt? Ah, ich kann das auch direkt anklicken. Okay. Interessant, interessant. Läufst du da jetzt wieder automatisch hin? Auftrag. Worüber möchtest du sprechen? Ja, ich habe deinen Kohl. Was ist das für ein Ball in deinem Rucksack? Sieht so aus, als hättest du etwas Kohl dabei. Ja, bitteschön. Ja. Oh, wir kriegen wieder Diamanten. Sehr schön, da freue ich mich. Okay, zumindest sind sie am Anfang nicht geizig mit den Diamanten. Okay, was ist das? Eine Rakete? Das kannst du auf deiner Farm platzieren. Kann nicht verkauft werden. Aha. Was brauche ich denn eine Rakete auf meiner Farm? Okay, das ist dann. Ach, den kann man dann auch verbessern, so wie es aussieht. Okay. Und das ist. Nicht anklickbar. Okay, jetzt habe ich die perfekte Grundlage für meinen Kohlsalat. Vielen Dank, Deluara. Ja, bitteschön. Darf ich jetzt noch mal einkaufen? Ich hätte gern noch dreimal Weizen. Ja? Und ich hätte auch gern dreimal Karotten. Dankeschön. Dann gehen wir wieder nach Hause. Und pflanzen das jetzt alles an. So, hier machen wir jetzt auch den Weizen noch mal hin. Da, da, dann haben wir zwei Reihen Weizen. Und dann machen wir hier die Karotten. Und unserer Chivi geht es auch gut. Ach, sehr süß. Kann ich eigentlich da reingehen? Oh, betreten. Ich kann da tatsächlich reingehen. Ich hab ein Bett. Kann ich da schlafen? Ach, ich kann mich ins Bett legen. Ach, ist das niedlich. Leute, ich finde dieses Spiel bisher Zucker. Ich weiß, ich bin hier am O und I und A und. Aber ich finde es echt süß gemacht. Also, ich meine, ich bin beeindruckt. Für ein Handygame finde ich das echt cool gemacht. Und dann würde ich sagen, war es jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, können wir uns ja gerne in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao und bye, bye. Ach, und kommentieren, liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao.